Es geht ja nicht nur um die gut 10.000 Euro brutto, die wir im Monat bekommen. Dazu kommen ja noch 4.500 Euro netto, 1.000 Euro Sachkostenpauschale, hälftiger Zuschuss zur Krankenversicherung, Bahncard erste Klasse, die üblicherweise mit 7.000 Euro im Jahr etwa zu Buche schlägt, Freiflüge mit der Lufthansa, Fahrdienst in Berlin, für manche auch Fahrdienst darüber hinaus, Netzkarte der Berliner Verkehrsbetriebe, Übergangsgeld bis zu 18 Monaten, das sind ungefähr 180.000 Euro, die eine Rolle spielen, eine üppige Hinterbliebenenversorgung und dann natürlich einen Rentenanspruch, der nicht ansatzweise irgendwie zu begründen ist, ein Rentenanspruch pro Jahr, den wir hier erdienen von 250 Euro. 4 Jahre Bundestag heißt also, das ist der Rentenanspruch, den draußen Leute nach einem ganzen Arbeitsleben nicht für sich vereinnahmen können. Das ist einfach schlicht und ergreifend ungerecht. Abitur, Zivildienst, Bachelor, Master, Pressereferent, Bundestag. Von Berufswegen hat der Mann noch nie einen Ziegel in der Hand gehalten, will aber denjenigen, die jeden Tag 1.000 Ziegel bewegen und die 2 Tonnen Ausgleichsmasse in den 4. Stock tragen, denen will er sagen, sie sollen länger arbeiten. Das, meine Damen und Herren, wundert überhaupt nicht, wenn die Leute da draußen sagen, dass sie keine Lust mehr haben auf diese Politik. Sie müssen sich hier nicht wundern, wenn die Politikverdrossenheit steigt und der Vertrauensverlust in der Gesellschaft zunimmt. Sie, Minister Habeck, wollen den Untergang Deutschlands. Schließlich fanden Sie Vaterlandsliebe schon immer zum Kotzen. Wir nicht. Wir lieben unser Vaterland und werden uns jedem Angriff auf unsere Art zu leben entschlossen entgegenstellen. Auch darin unterscheiden wir uns von den grünen Kommunisten und all die ihnen wieder mitmarschieren. Aber irgendwann werden sie alle sich verantworten müssen für die Verarmung und für die Verelendung großer Teile des deutschen Volkes, für die Zehntausenden Toten bei einem Blackout und durch die Gentherapieschäden, für die Ebnung des Weges in den Totalitarismus und vor allem für die geschundenen Kinderseelen aufgrund ihrer menschenverachtenden Corona-Politik. Nicht vor einem weltlichen Gericht vielleicht, aber spätestens dann, wenn sie vor ihrem Schöpfer stehen. Ich verachte sie bis auf wenige Ausnahmen zutiefst.